Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Einen wunderschönen guten Nachmittag zum Devisenradar-Webinar. Es ist 15 Uhr. Wir haben den 14.11.2018. Mein Name ist Markus Klebe und wir wollen heute wie gewohnt am Mittwoch auf die Devisenmärkte blicken. Ich habe nicht nur die Devisenmärkte oder nicht nur Devisen herausgesucht, sondern ich habe ein paar Ideen zum WTI, zum Gold, zum Euro, US-Dollar, zum US-Dollar, japanischen Yen und zum US-Dollar, kanadischen Dollar. Wie gewohnt könnt ihr natürlich hier an dieser Stelle auch Fragen stellen, beziehungsweise auch Wunschpaare, Wunschwährungspaare äußern, worüber wir dann, wenn wir Zeit finden, natürlich auch auf jeden Fall sprechen werden. Ich sortiere mir nochmal eben hier kurz das Fragefenster zurecht, so dass ich natürlich dann auch sehe, wenn ihr entsprechend Fragen stellt. An dieser Stelle erstmal die Frage, bin ich zu hören? Ist mein Bildschirm zu sehen? Ihr solltet jetzt hier eine Website von JFD Brokers sehen mit dem Hinweis, dass jetzt hier zeitnah die WOT in Frankfurt stattfindet und zwar die World of Trading. Aber vorab erstmal bitte jemand in den Chat schreiben, ob ich denn zu verstehen bin, beziehungsweise ob dann auch mein Bild zu sehen ist. Die Vorzeichen hier in meiner Software sind auf jeden Fall positiv. Ich werde auch sehen, alles gut, perfekt, Frank, vielen Dank für das Feedback. Ich werde auch diesmal wirklich versuchen, das Webinar auch dann online zu stellen. Bin heute an einem anderen Rechner. Bei den letzten Webinaren hat das nicht so richtig funktioniert, dass mein Rechner dann diese Webinare konvertiert hat, dass ich sie dann im Nachhinein auf YouTube hochladen kann. Ich hoffe, dass es dann heute funktioniert und dann entsprechend auch das Webinar bei YouTube nochmals online geht, dass man sich das natürlich im Nachhinein dann auch nochmal anschauen kann. Bevor wir starten, auf die Märkte zu blicken, mal der Hinweis, ich habe es in den Livestreams auch immer schon getan, vom 23. bis 24. November diesen Jahres findet in Frankfurt am Main wieder die WOT statt, World of Trading 2018, und JFD Brokers ist natürlich wieder mit einem Stand vor Ort. Wir würden uns freuen, wenn wir zahlreich besucht werden auf diesem Stand, wenn wir eben auch den einen oder anderen von euch hier immer im Hintergrund mal live kennenlernen. Wir werden dort das Motto Magie der Märkte haben mit vielen, vielen Überraschungen. Und ihr habt hier auf dieser Website wot.jfdbrokers.com das einfach im Explorer eingeben. Dann kommt ihr auf diese Seite und ihr habt hier die Möglichkeit, zum einen euch freien Eintritt für die World of Trading zu sichern und ihr habt die zweite Möglichkeit, hier an einem tollen Gewinnspiel teilzunehmen. Also nicht zögern, wer zur WOT möchte, hat hier die Möglichkeit, freien Eintritt zu bekommen. Und wer es nicht schafft oder auch diejenigen, die es schaffen, können natürlich hier auch zusätzlich noch an diesem Gewinnspiel teilnehmen, wo dann da direkt sehr, sehr interessante Gewinne zu erwarten sind. Wir starten mit dem Blick auf die Märkte. Guten Morgen, Ottmar. Guten Morgen, guten Nachmittag, Ottmar. Ich grüße dich. Also, wir blicken. Ich habe es gestern und heute im Devisenradar am Morgen schon besprochen, möchte es aber hier dann auch noch mal kurz besprechen mit nochmals einem etwas größeren Blick auf das WTI Crude Oil. Grundsätzlich in den letzten Tagen sehr, sehr stark abgegeben. Wir sehen, dass wir erstmal hauptsächlich diesen Jahres gestartet, hier so in etwa Mitte April, eine erstmal sehr, sehr schöne Aufwärtsbewegung im WTI gesehen haben. Immer wieder schöne Sequenzen auf der Aufwärtsseite, welche dann schlussendlich hier im Bereich unterhalb von 80, es war glaube ich so der 78er Bereich, zum Erliegen kam, und seitdem sind wir stark am Pushen nach unten. Und ich hatte dann gestern Morgen noch das Devisenradar um 9.30 Uhr abgehalten und ich hatte da zum einen eben auch Swing-Trading-Ideen kundgetan, aber eben auch über die kurzfristigeren Ideen auf Daytrading-Basis gesprochen und hatte noch gestern gesagt, wir haben hier noch Puffer, der Markt kann hier durchaus in diese Unterstützung in etwa 55, 54 fallen. Wir haben dann auch noch ein Unterstützungsniveau, was im Bereich in etwa von 52 liegt, und dann ging das Bild geht nicht, wird hier gerade geschrieben. Also ihr müsstet jetzt aktuell eigentlich einen Chart sehen. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann entweder notfalls nochmal neu anmelden im Webinar. Aber ich habe hier grundsätzlich, genau, hier kommt nochmal Bild und Ton, okay. Also für diejenigen, wo jetzt das Bild nicht hinhaut, entweder nochmal kurz schauen in den Einstellungen, kurz warten. Wenn das nicht funktioniert, einfach nochmal neu anmelden hier im Webinar, dann sollte das dann auch funktionieren. Okay, perfekt, ist alles okay, das beruhigt mich. Also wir hatten, wie gesagt, gestern Morgen noch darüber gesprochen, da waren wir noch im 60er Bereich, hier in etwa, dass im Prinzip hier wirklich noch Puffer auf der Unterseite besteht und von meiner Seite erstmal noch kein Grund dazu besteht, überhaupt
wenn überhaupt, an die Long-Seite zu denken, aber eben auch die Chancen durchaus bestehen, hier trotz dieser schon recht starken Abwärtsbewegung, dass man jetzt hier eben durchaus auch noch gerade im etwas kurzfristigeren Handel auf der Abwärtsseite unterwegs sein könnte. Und dann kam gestern eine sehr, sehr scharfe Bewegung nochmal auf der Unterseite und wir sind direkt hier in dieses Unterstützungsniveau reingelaufen. Und jetzt hat sich von heute oder beziehungsweise von gestern auf heute das Bild fast komplett geändert, zumindest erstmal für die Abwärtsseite. Denn wir kommen mit diesem Rutsch nach unten. Ja, wir haben hier noch ein wenig Chance, dass wir vielleicht noch in den 52er-Bereich laufen. Aber ich denke, es ist nicht unrealistisch, dass wir in diesem Bereich erstmal ein wenig bremsen, dass der Markt sich aus diesem Bereich gegebenenfalls etwas erholt. Denn wir haben aus der Vergangenheit, ich habe mit Absicht mal nur zwei Linien reingepackt. Die eine Linie, die untere Linie im Bereich in etwa 52, wird hier durch dieses Hoch markiert, wird durch dieses Hoch markiert, wird durch dieses Hoch markiert, wird durch diese Schiebezone hier markiert. Also das sind sehr, sehr markante Bereiche aus der Vergangenheit, die lange, lange Zeit als Hoch dastanden, also als Widerstand dienlich waren, um dann irgendwann die Reise nach oben zu vollziehen und diese Widerstände nach oben zu durchstoßen. Und Bereiche aus der Vergangenheit, das ist mein charttechnischer Ansatz, wie ich mir Märkte angucke, wie ich Märkte analysiere. Ich schaue einfach auf wichtige Bereiche aus der Vergangenheit, die dort eben Extrempunkte oder Extrembereiche dargestellt haben und gehe auch davon aus, dass in der Zukunft diese Bereiche nicht ganz so unwichtig sind. Und als nächster Bereich, das war jetzt der Bereich, der hier gestern erstmal getestet wurde, das war dieser alte Hochbereich, der jetzt hier nochmal ein Stück weit oberhalb dieser 52 lag, also dieser 54-55er Bereich, diese Zone und genau dieser Bereich wurde jetzt hier gestern angelaufen. Also wir haben quasi zwischen 52 und 54-55 so ein Unterstützungsniveau, was durchaus Kraft hat, was durchaus dafür dienlich sein könnte für den Markt, dass wir eventuell jetzt aus diesem Bereich erstmal eine Erholung sehen. Und da können wir jetzt mal schauen, bis wohin kann die gehen und was könnte hier eventuell daraus oder was könnte man eventuell aus diesem Gedanken für Schlussfolgerungen ziehen für eventuelle Trades auf Swing Trading Basis, aber vielleicht auch auf so ein bisschen kurzfristigerer Basis. Von mir aus nicht unbedingt nur heute und morgen, aber schon vielleicht kurzfristig mit dem Blick auf die nächsten Tage, vielleicht auf die nächsten 1-2 Wochen. Ja, das müssen wir mal schauen. Und dafür gehen wir jetzt dann aus dem Tageschart mal raus, beziehungsweise schieben das Bild erstmal so ein bisschen zusammen, dass wir uns so die letzten Bewegungen hier anschauen aus dieser Aufwärtsbewegung. Denn es sind die letzten Bewegungen, die jetzt natürlich hier wichtig werden. Wir hatten ja gerade hier eingezeichnet, dass dieser Bereich, Moment, ich mach's nochmal, wir bleiben jetzt mal in dieser Darstellung, dass wir hier diesen Bereich als wichtig hatten, das war das Niveau, was hier gestern getestet wurde und dass wir hier unten diesen nächsten Bereich als nicht so unwichtig haben. So, jetzt kommt der Markt hierher, erholt sich auch jetzt aktuell schon mal leicht aus diesem Bereich und jetzt schauen wir einfach aus der Vergangenheit uns mal wichtige Bereiche an, in die der Markt durchaus realistisch sich erholen könnte, um dann aus diesen Bereichen gegebenenfalls wieder etwas Schwäche zu sehen. Und meine Herangehensweise ist dann, je nachdem natürlich nach Auslegung, ob es jetzt ein etwas länger angesetzter Swing-Trading-Ansatz ist oder ob es ein Ansatz ist, der sich in den nächsten 1-3 Tagen erfüllen soll sozusagen oder in den nächsten 1-3 Wochen. Aber wir haben eine sehr, sehr saubere Abwärtsbewegung. Und wer sich so ein bisschen mit Charttechnik auskennt beziehungsweise sich mit Charttechnik beschäftigt, es ist natürlich irgendwann an der Zeit, und da finde ich diesen Bereich grundsätzlich hier erstmal nicht so schlecht, dass sich dann trotz so einer scharfen Abwärtsbewegung natürlich der Markt auch erstmal, ich mache jetzt erstmal nur einen Pfeil, ohne dass ich jetzt an wichtige Bereiche erstmal rangehe, dass sich natürlich in irgendeiner Art und Weise dann auch eine Erholung mal einstellt. Ja, Märkte laufen nun mal im Zickzack-Muster. Und dass dann aus wichtigen Bereichen gegebenenfalls diese Abwärtsseite in irgendeiner Art und Weise wieder aufgenommen wird. Es kann sein, dass es scharf nach unten weitergeht. Es kann auch nur sein, dass sich hier eine Abwärtsbewegung einstellt, um dann etwas längerfristig vielleicht wieder nach oben zu laufen oder dass der Markt hier in diese Tiefbereiche nur reinläuft. Das wissen wir natürlich vorher nicht. Aber ich versuche mir jetzt Bereiche rauszusuchen, die wenigstens eine Reaktion darstellen können nach unten. Und wenn alles gut läuft, dass sich dann so ein Trade auch wunderbar entwickelt für die entsprechende Abwärtsseite, da sie zu der letzten Kernbewegung die Abwärtsseite erstmal prozyklisch wäre. Wir können auch gleich mal die Aufwärtsseite besprechen, ob es da eventuelle Chancen gibt. Ich lese mal kurz im Chat. Wo werden die großen Leerverkäufe von Großinvestoren veröffentlicht?
Das gibt verschiedene Möglichkeiten, wo man das nachlesen kann. Es ist im Commitment of Traders zum Beispiel, in den COT-Daten, wird sowas veröffentlicht, allerdings Bundesanzeiger, Leerverkäufe, also wie gesagt, COT-Daten, wenn dann COT-Daten, dass man da eben reinschaut. Aber das sind auch immer alles ja, Daten aus der Vergangenheit. Das hat meiner Meinung nach auch nicht großartig Auswirkungen auf die Zukunft. Ich versuche mir das wirklich hier anhand der charttechnischen Muster herauszulesen. Was hilft es mir, dass ich jetzt lese, dass eben eine Masse an großen Marktteilnehmern short positioniert ist? Das sehe ich ja auch am Chart, dass höchstwahrscheinlich eine ganze Menge short positioniert sind, denn der Markt ist hier seit einigen Tagen scharf auf der Abwärtsseite unterwegs. Und da werden natürlich dann auch in entsprechenden Anzeigen, wird man lesen können, ah, jetzt haben eventuell auch Großinvestoren mal die Seite gewechselt. Ich bin nicht so ein Freund davon, solche Geschichten dann wirklich so stark zu gewichten. Ich will das nicht immer schlecht reden, aber ich versuche es wirklich so einfach wie möglich zu halten und COT-Daten auslesen oder eben auch Sentimentindikatoren auslesen. Das ist immer mal schön, da kann man mal raufgucken. Man kann das versuchen, so ein Mühe, so ein kleines Puzzleteil vielleicht mit ins Trading einfließen zu lassen. Aber es gibt weitaus für mich persönlich zumindest wichtigere Faktoren, einfachere Faktoren, die es mir erlauben, dann trotzdem auch eben Trades herauszufiltern oder Trade-Setups herauszufiltern. Und hier als Beispiel jetzt mal aus der letzten Vergangenheit. Wir schauen uns mal an, was wir hier so für markante Bereiche haben. Dann haben wir den Bereich, dann haben wir das Tief, dann kommt hier der Bereich, der ist sehr, sehr markant. Der war wirklich mehrfach hier auf dem Tageschart erstmal als Unterstützung. Dann ging es weiter nach oben und dann kommt hier nochmal so ein Schiebezonenbereich in dieser Zone. Und dann wird es schon relativ dünn wieder auf der Aufwärtsseite, dass jetzt so markante Widerstände kommen, also alte Tiefpunkte, die jetzt hier dienlich sein können für eventuelle Erholungen und für dann entsprechend Trades auf der Abwärtsseite. Und ich ziehe das jetzt mal rüber. Einfach diese markanten Tiefpunkte, diesen Bereich haben wir jetzt quasi schon angelaufen. Das sind natürlich dann auch immer Bereiche im Daytrading, wo man es mal vorsichtig versuchen kann. Aber wir gucken jetzt mal so ein bisschen aufs große Bild. Ich ziehe mal diese Bereiche rüber. Ja, zack, zack und den hier oben dann auch. Der ist sehr, sehr markant, weil er eben wirklich mehrfach getestet wurde, bevor es dann doch nochmal zu neuen Hochs ging. So, jetzt haben wir verschiedene Tiefpunkte und man wird beobachten können, wenn der Markt auf der Oberseite läuft, dass jeder, dafür kann man nicht die Hand für ins Feuer legen, aber meistens ist es so, dass jeder von diesen Punkten beziehungsweise von diesen Bereichen in irgendeiner Art und Weise für eine Reaktion dienlich ist. Und die Reaktion bedeutet nicht selten, dass in einer Ausprägung, die wissen wir nicht, aber das ganz gerne, wenn der Markt an diese Bereiche kommt, dass in irgendeiner Art und Weise immer erstmal eine Reaktion stattfindet. Und das ist genau das, was ich sehen möchte. Ich möchte Reaktionen sehen, inwiefern die sich dann nachher nach unten ausprägen, ob dann schon hier der Markt nach unten wieder wegdreht, ob er hier wegdreht, ob er hier wegdreht, das weiß ich natürlich nicht. Das kann kein Mensch vorhersagen. Kein Mensch kann sagen, ich warte ab, bis er dahin läuft. Aber da werden wir gleich zu kommen. Ich habe natürlich schon in irgendeiner Art und Weise Herangehensweisen und da kann man zum Beispiel jetzt bei solch scharfen Bewegungen auch gerne mal das Fibonacci-Retracement hinzufügen, um dann hier entsprechend diese Linien, diese Bereiche, diese Widerstandsbereiche, die sich im Chart zeigen, dann vielleicht auch nochmal so von der prozentualen Ausdehnung so ein wenig einzuschätzen. Aber wir machen erstmal nochmal an dieser Stelle weiter. Also wichtig ist es, dass man Bereiche lokalisiert, die nicht selten zu einer Reaktion führen. Und wenn ich dann an diesen Bereichen nach bestimmten Kriterien, also das kann man natürlich eben situativ jetzt hier in der großen Besprechung, was hier vielleicht in den nächsten ein, zwei Wochen mal passiert, nicht bis ins kleinste Detail aufdröseln. Aber das ist auch gar nicht das Wichtige, denn ihr sollt ja für euch selbst verstehen, zu handeln, mit Bereichen umzugehen. Und das versuche ich auch immer zu erklären. Ich will gar nicht, dass ihr jetzt von mir auf einem Silbertablett hier eben Setups formuliert kriegt und ihr die einfach nur noch umsetzen müsst. Weil ein Setup zu formulieren, das kriegt man, wenn man sich ein bisschen Übung nimmt, ein bisschen Zeit nimmt, kriegt man das auch selbst hin, weil der Kernpunkt kommt ja dann erst. Das Setup ist formuliert, man geht in so ein Trade rein und dann kommt es eigentlich, wie bewegt sich der Markt, wie läuft der für einen, läuft der gegen einen, läuft der schnell für einen, läuft der wenig schneller für einen. Dann ist eigentlich erst das eigentliche, kommt das eigentliche Trading und
da kann ich euch natürlich jetzt nichts zu sagen. Deswegen, ihr sollt auch gerne es erlernen, selbst solche Bereiche zu lokalisieren und dann eben entsprechende Einstiege. So, und dann hat man hier eben verschiedene Punkte, wo man nach Triggerkonzepten oder eben auch direkt mit Limit Orders auf der Abwärtsseite reingehen kann. Und ihr werdet beobachten, dass eben der eine oder andere Bereich etwas stärker zu einer Gegenreaktion führt, der ein oder andere Bereich mal zu einer wenigen Gegenreaktion führt, aber es auch nicht selten der Fall ist, dass eben solche Bereiche zu starken Reaktionen führen. Und wenn ich weiß, dass solche Bereiche sehr, sehr oft reagieren, dann habe ich ein Trade-Management, was es mir erlaubt, in doch recht vielen Fällen einfach nicht richtig zu liegen. Das ist einfach so, dass ich hier vielleicht sogar viermal hintereinander falsch liege, weil einfach der Markt so steil nach oben geht. Aber diese kleinen Gegenreaktionen, die dann vielleicht schon 2, 3 Dollar, 4 Dollar, 5 Dollar ausmachen und ich habe vielleicht auch nur ein Risiko von 3, 4, 5 Dollar, dass ich dann wenigstens die Trades auf Break-Even abstoppen kann, leicht im Profit abstoppen kann, vielleicht auch schon mal ein bisschen mehr im Profit abstoppen kann, manchmal der Stop aber auch noch im Negativen liegt. Und all diese Trades, mal gesetztesfalls, das geht alles hier nicht so gut, ist in der Summe der Trades, wenn ich sowas eben 100 Mal mache, ja, dass eben viele von diesen Situationen plus minus null ausgehen, dann verdient man mal ein R, also eine Risikoeinheit, dann verliert man mal eine Risikoeinheit, dann verliert man vielleicht nochmal eine Risikoeinheit, dann verdient man mal 1,5 R, also das ist alles nicht rosig, ja, man bewegt sich von der Kapitalkurve um die Nulllinie, aber dann kommt halt irgendwann eine gute Situation, wo man dann eben merkt, okay, jetzt drückt der Markt nach unten, jetzt läuft der Markt für einen und dann muss man natürlich auch noch die Möglichkeit haben, aus solch einer Position dann Gewinne rauszuschöpfen. Und das ist das, was ich mir jetzt hier zurechtlege für das WTI Crude. Und wir nehmen nochmal alles an Zeichnungen raus und wir ziehen mal in den Chart dieses Fibonacci Retracement rein. Ziehen wir mal in die aktuelle Bewegung. Und hier ist es nochmal sehr, sehr interessant, einfach mal ganz grob, ohne dass man sich großartig Gedanken macht, funktioniert so ein Fibonacci-Retracement und warum funktioniert das und wie viele Trader nutzen das, wie viele Trader nutzen das nicht. Ich persönlich ziehe es mir manchmal rein, gerade wenn man solch scharfe Bewegungen hat, weil in dieser Bewegung sieht man sehr, sehr wenig, wo jetzt wichtige Unterstützungen und Widerstände sind, gerade in diesem letzten, in der letzten Hälfte, also in diesem letzten Stück, was nach unten geht. Moment, dieser Move hier, der geht ja fast wie am Schnürchen. Ja, und da kann man sich dann schon mal so ein Fibonacci-Retracement zu Gemüte ziehen. Und da schauen wir mal, wenn wir das jetzt mal nach drüben ziehen. Moment, also hier gibt es zum Beispiel den Bereich 23,6. Also zu dieser Bewegung, die ja 100% ist, wäre ein Rücklauf in den Bereich gut 60 wäre in etwa 23,6%. Ziehen wir mal rüber. Wir hatten ja eben, da erinnert euch, wir haben hier drüben, können wir nochmal machen, ja so ein paar wichtige Bereiche hier. Moment, das sollte jetzt ein Kreis werden. Wir hatten ja so ein paar wichtige Bereiche eben schon markiert gehabt. Ja, das war der Bereich. Dann war der dieser wichtige Bereich hier. Ja, dann hatten wir hier noch den Bereich. Das sind so Bereiche, die wir nur charttechnisch abgelesen haben. Und wir sehen, dass zum Beispiel dieses 23,6er Retracement Level dann auch mit einem charttechnisch Punkt einhergeht, was natürlich schon mal ein zweiter Punkt wäre, da von einem Widerstand auszugehen. Und noch interessanter wird es eigentlich, dieser Bereich, der hier sehr, sehr wichtig ist, weil er eben sogar doppelt, dreifach getestet wurde, geht in etwa einher mit dem 38,2er Retracement Level. Und jetzt überlegt mal, wir haben eine Abwärtsbewegung und diese Abwärtsbewegung ist 100% groß. Und jetzt sehe ich es immer als gar nicht so verkehrt an, wenn man in etwa, wenn sich in etwa eine Erholung von, das sind alles nur grobe Herangehensweisen, in etwa von einem Drittel, 38,2 ist natürlich ein bisschen mehr wieder als ein Drittel, aber ich sehe es immer so als recht gesund an, wenn der Markt sich ein gutes Drittel zurückbewegt, gar nicht zwingend in diesen 50er-Bereich, was jetzt zufällig hier auch noch fast einhergeht mit diesen Punkten hier, ja, das ist mir schon fast wieder zu weit, aber 38,2 ist charttechnisch dann auch noch begründet mit diesem wichtigen Bereich hier und dann hier unten dieses 23,6er Retracement Level. Somit hätte man jetzt hier aufgrund der Charttechnik, aufgrund des Hilfsmittels Fibonacci Retracement eigentlich zwei Punkte, die gar nicht so uninteressant sind. Und wir reduzieren somit hier diverse Punkte, die im Chart wichtig waren, so auf zwei, drei Punkte.
Ja, ich würde dann vielleicht hier diesen Punkt, den zweiten Punkt außen vor lassen und würde mich dann hier entsprechend auf das 23,6er Retracement Level konzentrieren. Kann man schon mal versuchen. Der Markt erholt sich bis in diesen Bereich und entweder man versucht es hier mit einem Limit oder wartet ab, dass der Markt Reaktion zeigt, sogenannte Trigger zeigt, um dann hier eben schon langsam anzufangen, wieder zu fallen, um dann einzusteigen und das Gleiche dann, wenn er eventuell hierhin läuft, dass man dann hier auf Reaktion setzt und entsprechend die Abwärtsseite prozyklisch handelt. Und das wären in beiden Fällen auch Ideen für Swing Trades, denn diese Erholung in diesem Bereich hier von dem aktuell 23,6er Retracement Level sind aus dem aktuellen Bereich von etwa 55 bis hinauf zur 60, 5 Dollar. Ja. Und wenn man mal davon ausgeht, dass der Markt eben durchaus die Chance hat, in Richtung 52 auch nochmal zu pushen, ja, also hier in diesem Bereich 52 würde ich fast aus beiden Situationen als ein realistisches Ziel ansehen und durchaus realistisch, weil hier nochmal neue Bewegungstiefs von 2, 3 Dollar auszubauen, ich denke, das ist jedem klar, das macht, kann so ein Markt ganz ohne Probleme machen. Und dann habe ich hier wirklich mir zwei schöne Setups erarbeitet, die interessant sein könnten für die Abwärtsseite. Ob diese schlussendlich funktionieren, das weiß ich nicht, das weiß keiner von euch, das weiß kein Mensch, kein Analyst kann sagen, ob das so funktioniert. Aber wenn es funktioniert, dann hat man durchaus die Chance, gutes Geld zu verdienen. Und wenn es nicht funktioniert, dann muss ich mir natürlich, bevor ich diese Trades eingehe, mir dann auch Gedanken machen, an welcher Stelle, ich male jetzt mal nur symbolisch hier eben Stopppunkte ein, an welcher Stelle reduziere ich dann entsprechend oder nehme mein Risiko komplett raus, indem ich da eben einen Initial Stop liegen habe, rausfliege aus diesen Positionen. Da gibt's die ATR, das kennt ihr, das will ich diesmal gar nicht so stark auseinandernehmen. Das haben wir schon sehr, sehr oft hier in den Devisenradaren gemacht. Will deswegen jetzt gar nicht so auf die Stopgröße eingehen, aber ich denke, das wisst ihr auch schon, der ein oder andere von euch, der hört mich ja nicht das erste Mal, dass wir hier dann entsprechend, wenn wir das symbolisch jetzt mal so lassen, dann haben wir hier das Risiko für diesen ersten Trade und dann haben wir hier in irgendeiner Art und Weise das Risiko für den zweiten Trade und dann können wir hier mit den angenommenen Zielen, ja, sehen wir, dass wir hier dann schon mal in den Zielbereich nach unten, naja, ein knappes 3:1 Chance-Risiko-Verhältnis haben. Und dass wir mit dem Erreichen hier des 50er Retracement Levels dann sogar in etwa ein 4:1 Chance-Risiko-Verhältnis haben. Nicht ganz 3,5:1. Ja? Also kleineres Risiko, viel kleineres Risiko als die Chancen sind. Das ist immer so meine Prämisse, die ich handle. Und ich denke, dass diese beiden Gedanken durchaus Potenzial haben, sich zu entwickeln. Und vor allem würde ich nicht, in beiden Fällen würde ich es nicht tun, dass ich hier unten dann direkt mit einem Take-Profit arbeite, sondern ich würde in beiden Fällen sehen, dass ich diese Trades laufen lasse, dass ich natürlich sukzessive auch nach bestimmten Herangehensweisen dann den Stop immer hinterherziehe, ja, dem Markt somit Raum lasse, wenn der Markt in den Zielbereich kommt, den Stop dann gegebenenfalls etwas enger nachziehen. Und wenn der wirklich durchknallt, wenn der weiter so sauber auf der Abwärtsseite dann eventuell läuft, wie er es aktuell tut, dann wird man hier eben nicht ausgestoppt, weil der Markt zurückkommt, sondern der Markt läuft sauber weiter und dann habe ich sogar die Chance, dass ich hier aus so einem Trade, der vielleicht am Anfang schon mal ein recht gutes Chance-Risiko-Verhältnis hatte, dass ich damit sogar oder daraus sogar einen richtig, richtig guten Trade produzieren kann. Welcher Trade so richtig, richtig gut wird, das weiß ich natürlich an keinem Einstiegspunkt, aber ich weiß, dass ich früher oder später und meistens früher als später, dann natürlich auch Trades erwische, die mal richtig laufen. Ja, die mal so richtig schön pushen auf der Abwärtsseite und man dann schnell bei so einem Trade dann nochmal 2R oder 3R nochmal ranpacken kann, weil einfach das Ding dann nach unten zusammenbricht. Das hatten wir im Laufe des Jahres schon mal im Gold. Jetzt hier im WTI ist es ja auch nicht das erste Mal heute, dass wir über die Abwärtsseite sprechen, sondern wir hatten das auch auf höherem Niveau schon auf dem Schirm. Wir hatten das teilweise im Euro-US-Dollar und wir werden uns ja gleich auch nochmal hier so ein paar Märkte anschauen, wo eben interessante Setups in irgendeiner Art und Weise vorhanden sind, die ich dann auch nicht so schlecht finde, die man einfach versuchen kann. Und irgendwann, und man muss somit, das ist auch meine Meinung und das ist eigentlich auch der Hauptgrund, warum ich Daytrading betreibe, weil ich der Meinung bin, dass man im Trading auf eine gewisse Anzahl, reden wir mal von einem Jahr, dass man auf eine gewisse Anzahl an Trades kommen muss. Denn tu mir mal so einen Swing Trader, der wirklich große auf große Bewegungen setzt und teilweise 3, 4, 5 Wochen vielleicht auf Setups warten muss, manchmal vielleicht sogar 1, 2 Monate auf Setups warten muss.
Der schafft es dann vielleicht im Jahr 10 Trades zu machen, 15 Trades, 20 Trades zu machen. So, und rein aus der Statistik her, ist es eben bei 20 Trades, kann es sein, dass davon 15 völlig in die Grütze gehen oder 10 völlig in die Grütze gehen, 5 irgendwie so lala sind und vielleicht 5 ein bisschen Profit generiert haben. Aber ruckzuck ist das Jahr vorbei, ich habe 20 Trades gemacht. Und rein aus der Wahrscheinlichkeit her ist es möglich, dass das Jahr dann negativ ausgeht. Das kann das zweite Jahr so sein, das kann das dritte Jahr so sein. Auch hier wird man auf Dauer, umso öfter man vernünftig tradet, sicherlich dann auch mal eine Phase haben, wo es gut läuft, wo es richtig gut läuft, wo es richtig brennt, wo man wirklich viele, viele Treffer hat, um dann natürlich die Kapitalkurve nach oben zu kriegen. Aber umso weniger man handelt, wird es statistisch dann auch umso länger natürlich dauern, dass man eben auch mal wieder eine gute Phase erwischt. Dass diese schlechten Phasen, in Anführungsstrichen schlechten Phasen, diese Drawdown-Phasen, dann eben nicht prozentual so teuer sind, das steht erstmal auf einem ganz anderen Blatt. Das ist dann Risiko-Money-Management, das ist Trade-Management und so weiter und auch dann die Aggressivität des Handelns. Aber rein von der Häufigkeit her habe ich natürlich bei 20 Trades im Jahr, ja, das kann gut gehen, das kann schlecht gehen. Ich persönlich mache so durchschnittlich am Tag in etwa 3 bis 5 Trades. Und diese Häufigkeit von 20 Trades, es gibt auch Tage, dieses Jahr war es, glaube ich, nicht ein Tag, aber es gab Tage, da habe ich locker 20 Trades am Tag gemacht. Sprich, meine Schlagzahl ist viel, viel häufiger. Meine Chance-Risiko-Verhältnisse sind aber jedes Mal die gleichen. Und ich schaffe es dann natürlich in Drawdown-Phasen, die sind viel, viel komprimierter. Das kann mal 2 Wochen, das kann 3 Wochen, das kann auch mal 4 Wochen sein, dass ich in einer Drawdown-Phase stecke. Das ist aber bei jemandem, der eben nur 20 Trades im Jahr macht, ist das dann ein Jahr oder 2 Jahre. Bei mir sind das dann vielleicht 2, 3 Wochen und somit ist die Wahrscheinlichkeit, zumindest zeigt es mein Trading, dass ich auf längere Sicht viel, viel schneller Drawdown-Phasen überwinde, viel, viel schneller auch wieder in den Kapitalhochs liege. Und ja, das jetzt nochmal kurz der Ausreißer in die Richtung, dass hier solche Überlegungen interessant sind, ich auch solche Überlegungen handle, aber die Häufigkeit, dass das eintritt, schauen wir mal, das kann jetzt locker 2, 3 Wochen vielleicht dauern, bis wir überhaupt in diesem Bereich sind. Ja, ob wir vielleicht auch dahin kommen, wissen wir nicht. Vielleicht brechen wir weiter durch, haben wir noch gar nicht besprochen, wäre jetzt auch nicht so mein Gedanke. Und dann muss man sich sowieso wieder neu einnorden. Ja, dann kommt vielleicht dieses Setup vielleicht gar nicht zum Tragen. Und somit haben wir natürlich auch immer wieder diese Devisenradare, wo wir so Geschichten besprechen. Aber wie gesagt, ob die Dinger gut gehen, so wie ich sie zurechtlege, das weiß ich vorher nicht. Aber ich denke, dass diese Ideen gar nicht so schlecht sind. Und jetzt kommen wir noch mal ganz kurz, bevor wir dann aufs Gold gehen. Und den Gold, Euro, US-Dollar machen wir relativ schnell, weil einfach, dass wir in den letzten Tagen besprochen haben und da die Setups auch gar nicht so interessant sind, weil beide Märkte aktuell wirklich extrem choppy sind und mir wirklich wenig Spaß machen und ich sie auch so gut wie nicht handle. Auch im Euro habe ich schon wieder völlig das Gas rausgenommen, weil der schon wieder nicht nach unten läuft, sondern schon wieder nach oben läuft. Schauen wir uns das mal an. Wenn wir denn jetzt davon ausgehen, dass hier unten, ich möchte nicht in Wahrscheinlichkeiten sprechen, weil ich weiß nicht, ob der Markt hier dreht. Die Wahrscheinlichkeit ist da, dass wir hier durch diese Unterstützung hier unten in irgendeiner Art und Weise reagieren nach oben und dann kommt natürlich sicherlich der ein oder andere Gedanke und sagt, okay, wenn das so ist, dann kann man es ja auch mal auf der Long-Seite versuchen. Aber ich denke, dass das jetzt hier jedem klar ist, dass es auf jeden Fall der Griff ins fallende Messer ist. Also man geht völlig gegen das Kernmomentum. Das kann gut gehen, aber kann genauso schief gehen. Das ist genauso wie die Verkäufe oben. Die können auch schief gehen. Also klar hat man natürlich hier unten genauso auch die Möglichkeit, jetzt auf eine Erholung zu setzen. Aber dann zum Beispiel, also nach meiner Herangehensweise, ich würde jetzt nicht hier aggressiv, wir gucken mal, man sieht das leider an der Darstellung jetzt hier nicht, das müsste man nochmal ein bisschen ändern. Wir sehen ja jetzt hier so leichte Erholungen. Was ich jetzt zum Beispiel sehen wollen würde, ist eine Bodenbildung. Und ein Tief ist jetzt noch keine Bodenbildung. Wenn der Markt hier so ein bisschen hochkommt, vielleicht dann nochmal an diese Tiefs ranläuft, ja, vielleicht sogar die 52 testet, aber idealerweise vielleicht hier nur nochmal knapp drunter geht, dann wieder hochkommt, dann hier so ein bisschen dümpelt. Ja, manchmal ist das so eine zusammengezogene Schwankungsamplitude, dann kommt hier so eine Flagge, Wimpel, ich weiß nicht, wie man es nennt, charttechnisch, aber kommt dann hier zustande. Und dann haben wir das auch nicht selten, dass man dann sagt, schaut mal, die Schwankungsamplitude geht hier zusammen, man kann hier so ein Dreieck bilden und dass man dann sagt, okay, wenn sich so ein Chartbild zeigt, dann wäre es ein Gedanke, hier den Break nach oben als eine Long-Idee zu handeln. Das wäre so, auf was ich warten würde.
Das kann man sich durchaus auch auf einen 4-Stunden-Chart anschauen. Da muss man jetzt nicht unbedingt auf einen Tageschart warten, weil bevor so ein Muster hier entsteht, das kann dann auch schnell mal wieder 2, 3 Wochen dauern, gucke ich mir dann auch zugegebenermaßen auf einen 4-Stunden-Chart an und dann kann sich so ein Muster auch schnell mal, vielleicht ist man dann am Montag schon mit dem Einstiegssignal dabei, müsste man mal schauen. Also das wäre jetzt so der Gedanke, nur kurz, antizyklisch gegen den Kerntrend, gegen die Abwärtsbewegung, gegen das Momentum hier auf eine Aufwärtsseite zu setzen. Ansonsten würde ich nicht hier, was man natürlich gerne macht, habe ich früher auch mega gerne gemacht, aber das ist sehr, sehr gefährlich, wenn ich so ein Momentum habe, dass man natürlich immer mal wieder, wenn hier starke Bewegungen kommen, dass man immer mal wieder dazwischen irgendwie es auf der Long-Seite versucht. Aber man merkt dann, dass das irgendwie nicht so funktioniert und man kriegt hier permanent auf die Gusche. Und wenn man dann noch ein paar Trading-Fehler einbaut, keine Stops setzt oder eben vielleicht sogar verbilligt oder sowas, was ich früher vor 20 Jahren zu meiner Anfangszeit des Tradings auch ganz gerne mal gemacht habe, dann sind solche Bewegungen, die schon sehr, sehr scharf sind auf der Abwärtsseite, die haben dann dafür gesorgt, dass ich mein Konto jämmerlich verbrannt habe. Also das ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen noch gar nicht so scharf, die Bewegung, aber sie ist schon sehr, sehr steil hier auf dem Tageschart und kaum Erholungen, die dafür sorgen, dass man irgendwie mit Kaufgedanken annähernd in den positiven Bereich kommt oder in den meisten Fällen nicht. Und das tut dann wirklich sehr, sehr stark weh. Und das kann ich natürlich keinem empfehlen, hier irgendwie auf Bottom Fishing zu gehen, also zu versuchen, exakt irgendwie den Tiefpunkt zu erwischen, um dann entsprechend hier von Käufen zu partizipieren. Also lieber abwarten, dass sich hier gewisse Muster bilden, um dann entsprechend zu kaufen. Wir gehen mal aufs Gold, da können wir das Ganze relativ schnell abarbeiten. Denn wir sind erneut, und ihr kennt das, Gold hatten wir auch in den normalen Devisenradaren des Öfteren besprochen, auch in den US Opening Bell Live Sessions haben wir das des Öfteren besprochen in den letzten Wochen und Monaten. Gold ist seit Mitte August in etwa, nachdem wir hier nochmal so eine Sell-Off-Bewegung hatten, ähnlich wie sie heute dann oder gestern im Brent stattgefunden hat, seitdem ist hier Gold eigentlich extremst choppy unterwegs. Wir waren am Anfang des Jahres hier schon mal, Moment, machen wir so ein Viereck. Wir waren hier am Anfang des Jahres schon mal choppy unterwegs, also seitwärts. Choppy bedeutet eben, der Markt will nicht so richtig, weiß nicht so richtig, wo er hin will. Und wir hatten hier im Prinzip Januar bis in etwa Anfang Mai schon mal so eine Choppy-Bewegung. Allerdings, im Unterschied zu den Bewegungen hier unten, die wir gleich uns nochmal anschauen, war hier Volatilität da. Also wir hatten Abwärtsbewegungen, ja, ich zeichne jetzt mal nur die Abwärtstendenzen hier ein, und wir hatten dann eben entsprechend natürlich auch volatile Aufwärtsbewegungen. Und diese Volatilität, die hier vorhanden war, hat wenigstens im Daytrading dafür gesorgt, dass diese Bewegungen aus dem Bereich 13,05 bis in den Bereich 13,56, das sind immerhin $50. Und diese $50, da kannte man eben auch mal 2, 3, 4 Tage hintereinander, ging es dann wirklich aufwärts und dann mal wieder 3, 4, 5 Tage hintereinander abwärts und man konnte schon da in kurzfristigen Zeiteinheiten Geld verdienen. Dann kam eine Abwärtsbewegung, die natürlich auch trendfolgend wunderbar war hier für die Abwärtsseite, da konnten wir auch wirklich schöne Setups formulieren. Aber seitdem oder zwischendurch schon mal kurz ist der Markt extrem choppy geworden, extrem unvolatil geworden. Trend ist absolut in keinster Art und Weise, zumindest nicht für Swing Trading Ansätze hier vorhanden. Wir hatten dann hier schon mal in der Abwärtsphase über fast 2 Wochen so eine kleine Schiebezone, dann kam noch mal diese Sell-off-Bewegung und noch mal ein Rücklauf. Dann hatten wir ganz, ganz lange den Bereich in etwa 12,05, 12,06 als obere Grenze, den 11,94er Bereich als untere Grenze. So eine ganz, ganz wirklich sehr schwierig zu traden, eine ganz, ganz unvolatile Seitwärtsphase, wo es hier extrem choppy hin und her ging. Ab und zu zwar immer mal der Bruch nach unten, wo wir dann auch mal so ein paar Versuche gewagt haben. Aber so richtig Geld verdient habe ich hier in dieser Phase nicht. Wir hatten, und da muss man schon fast von Glück sprechen in den aktuellen Marktphasen, hier mal das Glück, von dieser Aufwärtsbewegung zu partizipieren, die dafür schlussendlich sorgte, dass ich jetzt mit dem Gold nicht im negativen Bereich liege in dieser wirklich eklig zu handelnden Phase. Aber dann sind wir hier mal einmal nach oben gepusht, hatten das jetzt dann vielleicht noch mal so ein bisschen 41er, 42er Bereich, hatten wir auch als Zielbereich hier mal markiert zwischendurch. Da ist er dann gerade so extrem schleppend rangelaufen. Dann ging es aber schon wieder schärfer zurück. Und jetzt sind wir schon wieder in diesem Schiebezonenbereich zwischen 12,06 und 11,94. Also wieder in dieser Seitwärtsschiebezone. Und in dieser Zone und auch darüber, das sind keine Bereiche, wo man handeln will. Was will man hier rausholen? Wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Markt wieder so wird, wie er da schon mal am Anfang war,
das ist echt uninteressant. Und für mich wird es eigentlich hier erst interessant, wenn wir dann doch erst mal den 11,94er-Bereich wieder nach unten durchschreiten. Da könnte sich Momentum aufbauen. Wir haben das schon ein paar Mal versucht, sind lediglich an die 11,81 gelaufen, hier dann nicht mal mehr ganz an diesem Bereich. Aber ich denke, wenn jetzt wirklich die Schwäche sich vielleicht noch mal so ein bisschen fortsetzt, dass wir zum Ende des Jahres vielleicht doch noch mal hier Schwäche sehen, dafür müsste der Goldpreis allerdings unter 11,94 rutschen, beziehungsweise wenn wir hier wieder Stärke bekommen, über 12,20 in etwa, das war so ein wichtiger Bereich, auch in den Trading-Wochenanalysen von mir immer angesprochen, für die Woche auch ein richtungsentscheidender Bereich. Wenn wir hier rübergehen, dann ist es denkbar nochmal 12,41 beziehungsweise vielleicht sogar 12,63. Aber aktuell in dieser Zone, in dieser Phase hier, ist es wirklich sehr, sehr shoppy, sehr, sehr hin und her. Und was will man da verdienen? Da kann man sich mehr oder die Gefahr ist größer, sich die Finger zu verbrennen, viele kleine Fehltrades zu machen. Swing Trading sowieso, was will man hier im Swing Trading machen? Ein Swing Trading bedeutet, dass ich auf 10, 20, $30 Chance gehe oder noch mehr. Wenn der Markt sich einfach nicht bewegt, dann brauche ich hier auch kein Swing Trading zu betreiben. Da gibt es andere Märkte, die sich ein wenig besser bewegen. Also das jetzt hier, da gibt es kein Setup erstmal großartig zum Gold nochmal abschließend und dann blicken wir auf den Euro-US-Dollar, der ähnlich unschön läuft, muss man wirklich so sagen. Wir hatten auch hier ähnlich, Moment, wir nehmen mal hier oben die Darstellung raus, wir hatten das ähnlich wie im Gold. Wir hatten Anfang des Jahres eine etwas volatilere, na, machen wir wieder ein Viereck draus, eine etwas volatilere Seitwärtsphase hier oben, hatten dann den Bruch hier nach unten, na, so schnell kann ich immer nicht klicken hier, den Bruch nach unten und seitdem, ja, mit kleineren Ausnahmen und aktuell ist es schon wieder so ein bisschen eine Aufnahme des Trendes, aber schaut euch mal diese Abwärtsbewegung an und schaut euch mal die aktuelle Abwärtsbewegung an. Was fällt hier auf? Es fällt auf, dass diese Gegenbewegungen immer doch viel, viel stärker ausfallen, als es hier. Hier hatten wir zwar auch mal einmal so ein bisschen stärkere Gegenbewegungen, aber sonst waren die Gegenbewegungen hier in dieser Aufwärtsphase wirklich extrem klein. Sehr, sehr schön sauber, sehr, sehr gut zu handeln. Und hier ist der Markt immer wieder viel stärker zurückgekommen und das macht er aktuell auch. Wir sind jetzt wieder nach unten. Ja, dann hatte ich hier als richtungsentscheidenden Bereich für diese Woche den 1,13er-Bereich. Da sind wir schon wieder dran. Wir sind somit natürlich noch im Abwärts-Setup. Und es ist auch nicht auszuschließen, dass ich jetzt hier dann vielleicht nochmal ein Setup auf der Abwärtsseite fahre, prozyklisch mit der aktuellen Abwärtsbewegung, die wir haben. Aber auch der Euro-US-Dollar dieses Jahr sehr, sehr seitwärts tendieren. Und gerade hier diese lange Phase, auch in etwa Mitte Mai, Ende Mai bis jetzt hier kürzlich Anfang Oktober, wo wirklich diese Seitwärtsphase eigentlich die Regel war. Und somit, ja, das ist immer für viele relativ langweilig, logischerweise. Wenn ich hier seit Mitte Mai bis Ende Oktober, Ende September oder sogar in den Oktober rein immer wieder das Gleiche sage. Euro-US-Dollar ist seitwärts, Euro-US-Dollar macht oder gibt nicht so schöne Setups her. Ich sehr defensiv bin. Ich müsste mal zusammenzählen, aber ich glaube, in den letzten 2, 3 Monaten habe ich vielleicht 5 Euro-US-Dollar-Trades gemacht und die sind in Summe nicht mal im positiven Bereich. So, und wenn ich da eben sehe, was will man da handeln? Wir hatten mal hier auch diese Abwärtsseite relativ gut erwischt. Ja, also das war mal ein guter Trade, aber wir hatten auch des Öfteren es immer mal auf der Aufwärts- und Abwärtsseite versucht, dann mal einen kleineren Gewinn wieder, dann mal wieder einen Verlust. Jetzt hatte ich hier unten auch mal in dieser Phase mal einen halbwegs akzeptablen Trade auf der Abwärtsseite, aber der hat eben auch nicht so wirklich so richtig Geld gebracht und von daher bin ich auch im Euro-US-Dollar nach wie vor vorsichtig. Wir gucken uns das gerne mal auf dem Stundenchart kurz an hier. Ja, schaut mal, wie schön die Unterstützungen und Widerstände halten. Und jetzt sind wir hier in diesem 1,13er-Bereich drin, wo wir dann eben im Laufe der Woche jetzt schon mal waren. Am gestrigen Tag sind nochmal zurückgelaufen, exakt in die 12,60. Sind jetzt wieder am Laufen nach oben. Und jetzt ist es hier so ein bisschen mein Gedanke, entweder jetzt hier schon, dass er anfängt so ein bisschen zu fallen. Ja, vielleicht sogar erst mit dem Unterschreiten der 12,60 mit dem Gedanken, dass wir wenigstens an die Bewegungstiefs hier unten ranlaufen und dann vielleicht nach unten so ein bisschen durchschreiten, dass ich hier unten nochmal versuche zu verkaufen. Oder eben der Markt läuft vielleicht doch nochmal an die 13,30 ran. Wäre zwar oberhalb meines richtungsentscheidenden Bereiches, aber 13,30 ist aus der Vergangenheit ebenfalls ein extrem wichtiger Bereich. Und ich würde es hier gegebenenfalls dann in dem Bereich nochmal versuchen mit dem Gedanken nach unten. Wenn das nicht funktioniert, dann müsste man vielleicht sogar nochmal schauen, ob sich hier erneut
etwas stärker einstellt. Und wer dann unbedingt handeln möchte, könnte vielleicht darauf setzen, dass es hier dann wieder zurück in Richtung 14,30 beziehungsweise vielleicht sogar ein wichtigeres Niveau auf der Aufwärtsseite ist der Bereich 1,15,20, dass es hier vielleicht dann erstmal wieder zur Stärke kommt und dann die letzten anderthalb Monate des Jahres schlussendlich im übergeordneten Bild, wenn wir das hier wieder zusammenziehen, dann eine finaler Abschluss, hoffentlich ein finaler Abschluss eines wirklich unschönen Seitwärtsmarktes. Zwar grundsätzlich mit Abwärtstendenz, ja, aber mit sehr, sehr viel Seitwärtsbewegungen. Und wenn es jetzt hier wieder hochläuft, wäre es nicht verwunderlich, wenn der Euro-US-Dollar eben dort endet am Ende des Jahres und somit hier so richtig schöne Trendphasen dann nicht mehr ausgebaut hat. Und dann kommt das nächste Jahr, dann sind wir doch tatsächlich in anderthalb Monaten schon im Jahre 2019. Mal schauen, vielleicht wird das ein Jahr für den Euro-US-Dollar, der wieder etwas mehr Trends aufbaut. Vice versa, hier dann auch immer noch mal der Blick auf den britischen Pfund, aber das werde ich dann heute auch sein lassen. Das hatte ich in den Devisenradaren vorher immer schon mal besprochen, was ich da dann noch teilweise für Strategien handle. Kommen wir mal zum US-Dollar japanischen Yen. Denn hier muss ich erstmal kurz schauen, wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Hier. Ausnahmsweise mal grün und rot. Aber wir gehen mal aufs große Bild. Tagesschart sehr, sehr komprimiert zusammengefasst. Wir sehen, dass hier ein nicht unwichtiger Bereich im Chart aktuell annähernd angelaufen wird. Und zwar in etwa der Bereich, wenn man es grob nimmt, 114 beziehungsweise so knapp darüber. Und wir sehen, dass dieser Bereich in der Vergangenheit, und das ist wirklich ein interessantes Setup, was ich hier jetzt weiter beobachten werde. Wir haben hier Hochpunkt, wir haben hier einen Hochpunkt, wir haben hier einen Hochpunkt, wir haben hier dann kürzlich nochmal einen Hochpunkt gehabt und sind jetzt aktuell wieder an diesem Bereich dran. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir es beim letzten Mal schon besprochen hatten, aber es ist natürlich hier jetzt interessant mit dem Blick auf die letzte Kernbewegung, die jetzt erstmal auf jeden Fall aufwärts ist und wir schauen mal, wann das hier gestartet ist. Das ist quasi Anfang 2018. Also wir sind im aktuellen Jahr. Eigentlich, auch wenn es teilweise relativ unsauber war, aber wir sind grundsätzlich aufwärts tendierend unterwegs. Und wenn man jetzt prozyklischer Natur unterwegs sein möchte, mit dem Gedanken für die nächsten Wochen, vielleicht sogar Monate, weil wir sind hier in einem sehr, sehr großen Bild, ist es natürlich grundsätzlich durchaus denkbar, dass dann der US-Dollar japanische Yen dann endlich mal durch diesen Bereich mal wieder durchgeht. Ja, und dann the sky is the limit. Erstmal grundsätzlich. Ist natürlich ein bisschen zu weit gefasst, das Ziel, aber ich denke, wenn wir hier mal einen Durchbruch schaffen sollten, durch diesen Bereich 1,14, gut 1,14 oder 114, dann ist es denkbar, schaut mal, das hat er ja hier auch schon mal gekonnt, dass wir durchaus hier dann erstmal ein wenig Stärke sehen. Und da haben wir, wenn wir diesen Bereich hier schon einzeichnen, natürlich erstmal einen sehr, sehr interessanten Punkt. Und wenn wir das gleich mal messen, liegen wir hier so knapp oberhalb von 118. Ja, und das ist natürlich ein schönes Niveau, eine schöne Strecke, die der Markt abarbeiten kann als grundsätzlicher Gedanke. Und dann müsste man hier eben jetzt mal schauen, okay, wenn ich das als Ziel habe, vielleicht sogar, dass der Markt neue Hochs hier ausbaut, also vielleicht sogar noch mal eine Stufe draufsetzt, dass er hier durchaus auch Chancen hat, dieses Hoch noch zu nehmen, wenn er denn weiter aufwärts tendierend ist, dann kann ich hier, wenn man es nur mal schematisch einzeichnet und schaut, okay, Stop, wenn ich das als Chance habe und ihr wisst, dass die Chance um ein Vielfaches größer sein sollte, idealerweise als das Risiko, dass ich dann hier natürlich eine schöne Risikocluster einzeichnen kann und wenn ich das dann eben nach oben vervielfältige, dass ich dann natürlich in etwa mit so einer Größe an Risiko hier dann schon schöne Chance-Risikoverhältnisse einzeichnen kann, beziehungsweise dann auch schöne Chance-Risikoverhältnisse habe. Und wenn wir das hier dann mal an der Seite uns anschauen, dann sind wir hier schnell im Bereich von vielleicht 113, 112,50 als Risiko. Gut, das ist schon fast ein bisschen viel, aber man kann ja auf jeden Fall, wenn man im Swing Trading unterwegs ist, dann auch mal schauen, dass man das Risiko etwas größer wählt. Und dann schieben wir das ganze Bild mal zusammen und gucken uns das dann entsprechend etwas ausführlicher an. Also der Gedanke, das würde ich jetzt vielleicht noch nicht sofort umsetzen. Im Daytrading kann man immer mal schon auf die Aufwärtsseite setzen. Ja, im Swing Trading würde ich vielleicht sogar noch ein Stück warten. Entweder der Markt zeigt hier nochmal zum Beispiel, das wäre so ein Gedanke, eine Reaktion nach unten an diese alten Hochs, um dann aus diesem Bereich entsprechend hier mit einem Long zu arbeiten, mit dem Gedanken, mit dem Antizipieren des eventuellen Durchbruchs nach oben, mit den Zielen, die haben wir angesprochen. Das waren zum Beispiel hier diese Hochs.
Also dass der Markt das hier durchaus machen kann. Und wenn wir uns mal so die letzten Aufwärtsbewegungen hier anschauen, was der Markt grundsätzlich so geschafft hat auf der Aufwärtsseite, ja, und jetzt kommt hier nochmal so ein Rücksetzer und dann eben nochmal so ein Pfeil ran, dann ist auf jeden Fall der Bereich um die Marke 1,17 realistisch und wenn er noch ein bisschen mehr pusht, ist sogar der Bereich 1,18 realistisch. Aber diese Bereiche wären ja für so eine Trade-Überlegung schon mal gar nicht so schlecht. Und wenn er dann eben hier vielleicht durchläuft, das wäre so eine zweite Überlegung, wenn der Markt hier eben jetzt weiter zeigt, okay, er baut Stärke auf, er geht über diese Hochs rüber, kommt dann eben nochmal so ein Stück zurück, dann wäre das zum Beispiel auch nochmal ein Setup, dann entsprechend der Aufwärtsseite zu folgen mit ähnlichen Zielen auf der Aufwärtsseite und Stops müsste man halt schauen, wenn ich eben gerade das Risiko ja eingezeichnet habe, man hat jetzt charttechnisch, hätte man hier einen guten Stopppunkt. Das alles hier unten ist zu weit weg, also das Tief und das Tief, das wird für alle Setups höchstwahrscheinlich zu weit weg sein. Aber der Bereich hier, der könnte schon nicht ganz so uninteressant werden. Hier haben wir dann zwischendurch auch nochmal so einen Tiefbereich. Aber ich würde mich hier vielleicht sogar breitschlagen lassen und sagen, okay, ich wähle nicht zwingend den charttechnischen Stopppunkt, sondern schaue einfach auf die Möglichkeiten, die sich hier rein von dem Blick auf den Chart gegebenenfalls bieten. Auf der Aufwärtsseite entsprechend das als Chance habe. Und wenn ich dann sage, okay, wir packen hier so ein Risiko ran, ja, ich will es gar nicht in Punkten sprechen, aber ein Risiko, was, sage ich mal, nicht zu klein ist, man kann dann immer mal auf die Tagesschwankungen im Swing Trading gucken, dass man hier vielleicht auch zwischen einfachen und doppelten ATR arbeitet. Aber wenn man das als Risiko hat und dann sieht, dass wir das hier dann entsprechend nach oben einzeichnen als jeweilige Chancen, dann sieht man schon, dass ich entsprechend locker einen 4:1, 5:1, 6:1 Chance-Risiko-Verhältnis habe. Mit einer trendfolgenden Idee und was hier eben dann interessant ist, wenn der Markt wirklich hier dann über diese ganzen Punkte drüber läuft, ja, über diese ganzen Hochpunkte, das ist durchaus denkbar, dass hier so ein paar Stops liegen, dass hier eben Breakout-Orders liegen und viele, viele Gedanken einen ähnlichen Charakter haben. Und dann eben dadurch der Markt so einen kleinen Domino-Effekt bekommt und wirklich so ein bisschen Momentum auf der Aufwärtsseite aufbaut. Also das mal so der Gedanke hier zum US-Dollar japanischen Yen mit dem Break über diesen Bereich um die Marke von in etwa 1,14 oder 114, gut 114. Schauen wir US-Dollar, kanadischer Dollar nochmal an, den ich hier mir heute nochmals in der Vorbereitung angeschaut habe. Und da hat man ein ähnliches Setup. Es sieht ein bisschen anders aus, weil einfach hier nicht so viele markante Hochs vorher waren. Aber auch hier ist übergeordnet erstmal auf dem Tageschart. Und hier werden wir gleich das Ganze noch ein wenig nach unten aufdröseln und ein Setup formulieren, was noch auf kleineren Zeiteinheiten als eben im US-Dollar-japanischen Yen vorhanden war. Denn hier kann man schon direkt bis in den Stundenchart runtergehen und hat ganz interessante Möglichkeiten. Aber wir fangen auch hier mit der Analyse auf dem Tageschart an. Wir sehen, das ist hier sogar April 2017, irgendwie, wenn man hier mal guckt, oder vielleicht sogar Mai, weiß ich nicht, ist auch egal. Aber wir sehen grundsätzlich erstmal auf dem Tageschart die letzte Bewegung, die hier aktuell kernmäßig stattfindet, ist eine Aufwärtsbewegung. Ja, wir haben laut Definition steigende Hochs, steigende Tiefs. Teilweise sind zwar die Tiefs ein bisschen überlappend mit den Hochs, aber das ist trotzdem eine Aufwärtsbewegung. Und auch hier ist es durchaus denkbar, dass diese Aufwärtsbewegung sich nach oben fortsetzt. Mit dem Break, und der ist hier schon auch ziemlich lange eingezeichnet, dieser Bereich in etwa 1,3280. Also dass sich hier auch ganz klar die Aufwärtsseite weiter durchsetzt und wir hier gegebenenfalls Chancen, nicht unrelevante Chancen auf der Aufwärtsseite haben. Das ist der Kerngedanke auf dem Tageschart. Jetzt gehen wir mal auf den 4-Stunden-Chart runter. Schieben hier das Bild mal so ein bisschen zusammen und gucken jetzt hier in die letzte Bewegung auf dem 4-Stunden-Chart, die startete dort Ende September, Anfang Oktober. Ja, haben wir ebenfalls eine recht saubere Bewegung steigender Hochs und steigender Tiefs. Zack, zack, zack. Ja, hier sind wir mal kurz überpaced, aber das ist trotzdem für mich aufwärts. Man sieht ja, der Markt geht weiter aufwärts. Und dann hier eben alles sauber und jetzt hier so ein Rücksetzer. Und da kommen wir schon in interessante Ideenbereiche, beziehungsweise haben wir hier auch noch so ein altes Hoch. Und wir sind jetzt aus diesem letzten Bewegungshoch hier leicht im Rückwärtsgang. Und hier bieten sich schon mit dem Gedanken der Folge dieses aktuellen Aufwärtstrends, mit dem zweiten Gedanken, dass sich der 1,3280er Bereich eventuell nach oben durchschreiten lässt, dann übergeordnet eventuell die Schwankungsamplitude ähnlich wie im US-Dollar-japanischen Yen zunehmen könnte,
bieten sich natürlich hier interessante Einstiegsmöglichkeiten auch wieder nach Rücksetzern. Und da bietet sich zum einen hier, Moment, da machen wir jetzt wieder Kreise draus. Da bieten sich zum einen hier diese alten Hochbereiche an, also dass der Markt jetzt hier nochmal eben den Rückwärtsgang etwas stärker einlegt in diesen Bereich in etwa 1,32, ja, oder eben sogar, hier schaut man, da hatten wir da nochmal Hochs, hier hat dieser Bereich auch irgendwo eine Relevanz gehabt, dann hatten wir hier nochmal einen wichtigen Bereich, dass hier der Markt sich sogar in diesem Bereich nach unten nochmals etwas konsolidieren kann, um dann von diesen Bereichen grundsätzlich hier die Aufwärtsseite weiter aufzunehmen, neue Bewegungshochs ausbaut, diese neuen Bewegungshochs dann auch über den wichtigen Bereich 1,3280 gehen könnten, um dann übergeordnet halt weiter nach oben zu klettern. Also ich denke, die Chancen stehen hier auch nicht so schlecht und wieder einer der Gedanken, einer der Versuche, die sich hier grundsätzlich zeigen. Und ein wichtiger Punkt an dieser Stelle, wenn man hier sich schon für den ersten Punkt zum, Moment, machen wir ein Viereck draus, wenn man sich hier für den Kauf entscheidet, als kleine Besonderheit, die ich hier auf jeden Fall dann nutzen wollen würde, ist, dass ich den Stop definitiv nicht so klein wähle, dass ich hier oberhalb des nächsten wichtigen Unterstützungsniveaus liege, sondern dass ich hier gegebenenfalls, müsste man nochmal schauen, den Stop in diesem Bereich, was ist es, 1,31, 30 vielleicht oder sowas, müsste man nochmal messen, aber dass man dann entsprechend das Risiko hier vielleicht sogar leicht höher wählt, wem das Risiko zu hoch ist, der muss dann halt warten, dass der Markt eventuell ein Stück weiter zurückkommt, dann ist das Risiko natürlich auch kleiner. Aber wir sehen, dass ich hier dann selbst wenn eben ich das größere Risiko wähle, also das dann hier als Risiko habe, ja, dass dann das Erreichen des also neuer Hochs, was ja durchaus im Aufwärtstrend realistisch ist, dass wir wenigstens in diesen Hochbereich laufen, hier, in den Bereich, ja, also wenn es schief läuft, vielleicht einen Doppeltop ausbauen und der Markt dann doch wieder nach unten wegbricht. Aber wir sehen, dass ich dann schon, wenn diese Bewegung in etwa passiert, das Risiko verdient habe und da gibt es ja von mir so eine Regel, die ich auch in vielen Fällen auch im Swingtraining relativ knallhart einsetze, dass ich dann relativ zügig den Stop in die Nähe des Break-Evens ziehe und dann auf dieser Position halt eben kein Risiko mehr habe. Ja, und wenn das schief geht, gut, Mund abwischen, nächstes Setup raussuchen. Und das ist jetzt so ein Gedanke, der mir hier kam in der Analyse im US-Dollar, kanadischen Dollar, dass man hier eventuell die Chance hat, auf der Aufwärtsseite auf jeden Fall vielleicht so weit zu laufen, dass man das Risiko rausnehmen kann und danach ist ja alles nur noch Sahnehäubchen. Wenn ich schaffe, einen Trade auf Break-Even zu nehmen und dann kann ich dem Trade Raum lassen, dann kann der auch sich ein bisschen austoben. Idealerweise baut er so ein bisschen nach oben Kraft auf und setzt sich nach oben weiter. Wir könnten das jetzt, wie gesagt, uns auch noch im Stundenchart anschauen, ja, dass man hier eben schaut, die wichtigen Hochpunkte, der kommt so ein bisschen zurück, fängt dann an eben zu steigen, um dann hier entsprechend zu kaufen. Aber wir sehen auch hier eindeutig, dass eben die Kernrichtung aufwärts tendierend ist und somit würde ich jetzt hier es, ja, auch wenn jemand mit der Idee zu mir kommt, es unterschreiben, dass man es durchaus mal auf der Aufwärtsseite versuchen könnte. Ich lese mal kurz im Chat, wie bekommst du die Auf- und Abpfeile so schnell hin? ich habe noch ein Zusatztool, und zwar jedes Mal, wenn ich, ziehe das mal rein, das heißt Point to Fix, dieses Zusatztool, und das kann ich jedes Mal, wenn ich das starte, dann macht diese Software einen Screenshot von dem Bildschirm, also jetzt ist hier, wenn ich jetzt Realtime-Kurse, also wir haben ja Realtime-Kurse, aber jetzt würde ich aktuell nichts ticken sehen, weil einfach der sich das jetzt nicht bewegt, und dann kann ich hier eben die entsprechenden Farben aussuchen, dann kann ich Pfeile aussuchen, Striche, Vierecke. Und deswegen zeichne ich auch manchmal falsch, weil dann einfach hier noch Viereck ausgewählt ist und möchte eigentlich einen Pfeil malen und dann gehe ich auf Pfeil und habe die Farbe blau und kann hier schnell einen Pfeil malen. Und wenn ich ein Viereck wählen will, dann gehe ich auf Vierecke und male dann ein Viereck. Also ganz, ist keine Zauberei. Ich habe das nur hier auf einem anderen Bildschirm, das Tool, dass das hier nicht im Weg ist und ich switche mit der Maus dann immer schnell rüber, wähle das aus, was ich zeichnen möchte und zeichne es dann einfach. So, gibt es erstmal von eurer Seite noch Fragen? Ansonsten würde ich mit euch mal ein bisschen vom Devisenradar weggehen, denn wir haben es jetzt schon 15.54 Uhr und es ist eigentlich heute recht interessant, auch in den Indizes. Wir werden auch gleich oder ich werde auch gleich noch die US Opening Bell haben, wo wir dann natürlich auf die US-Markteröffnung schauen, aber wir haben jetzt noch 6 Minuten. Ich habe jetzt erstmal keine weiteren Beispiele, wenn von euch keine Fragen kommen zu Märkten. Gehen wir nochmal ganz kurz die Indizes durch.
Wir gehen mal zum S&P, den muss ich mir mal kurz angucken. Moment. Also der DAX ist auch aktuell sehr verrückt, muss man sagen, ne? Der hat heute schön in den 550er-Bereich gepusht, ist dann von dort jetzt schon wieder 60, 70 Punkte in Richtung 17:30 Uhr Schlusskurs am Rutschen. Also zeigt hier schon wieder Schwäche. Und gucken wir mal uns den US-Markt an. Gestern hatte ich den US-Markt ganz gut auf der Abwärtsseite erwischen können. Im Livestream US Opening Bell hatten wir das dann auch größtenteils verfolgt. Und wir haben im Dow Jones aktuell auch so eine Bodenbildungsphase. Das sind natürlich hier jetzt immer wirklich klassische Daytrading-Herangehensweisen. Wir sehen, dass wir hier schon recht gute Unterstützung haben in dem Bereich. Es ist knapp oberhalb der 150, es ist ungefähr der 200er-Bereich. Und gestern hatte ich so als Zielbereich die 150, die hat er nicht ganz so erreicht. Aber es ist jetzt hier durchaus denkbar, wenn der Markt weiter Schwäche bekommt, wovon ich jetzt erstmal heute noch gar nicht so ausgehe. Aber wenn er Schwäche bekommt, dann ist es denkbar, dass wir hier nach unten doch durchaus etwas stärker pushen könnten nochmal. Vielleicht ähnlich, wie wir es hier zum Anfang der Handelswoche dann schon gesehen haben. Da müssen wir mal gucken. Da setze ich jetzt so ein bisschen drauf. Ich konnte gestern dann schon in dieser Abwärtsbewegung ein bisschen Geld verdienen, aber habe da auch auf ein bisschen mehr Dampf gesetzt. Somit habe ich hier unten die Abwärtsseite auf dem Schirm, würde diese vielleicht dann auch schon etwas eher starten wollen. Aber aktuell sehen wir leichte Aufwärtstendenzen und das ist jetzt grundsätzlich nicht auszuschließen, dass wir heute dann auch etwas aufwärts laufen. Also hier so eine Art Bodenbildung haben. Ja, und diese jetzt erstmal sich nochmal so ein bisschen wieder nach oben bewegt. Und wir hatten hier Anfang der Handelswoche 710 als markantes Unterstützungsniveau, weil wir da hier auch schon mal so einen alten Hochpunkt hatten. Es ist jetzt nicht auszuschließen, dass wir hier diese Bewegungshochs nach oben durchstoßen und dann vielleicht sogar mit ein bisschen Kraft in Richtung 710 gehen könnten. Und ich schaue mir das Ganze jetzt mal an. Deswegen jetzt hier auch mal so der Blick noch mal kurz auf die Märkte, ob sich hier vielleicht noch eine Long-Überlegung anbahnt. Aber dafür müsste ich jetzt, ich passe mir jetzt gleich meine Widerstände und Unterstützung noch an. Und wer von euch Lust und Laune hat, der kann natürlich gleich auf dem YouTube-Kanal von JFT Brokers einfach bei YouTube JFT Brokers eingeben und dann dort draufklicken. Und dann wird um 16:30 Uhr, also habe ich das jetzt angesetzt, werde ich hier dann nochmal online gehen und mir die US-Märkte nochmal anschauen und mal gucken, ob sich hier dann vielleicht nochmal was bietet, um zum einen hier oberhalb in etwa von 25.350 vielleicht nochmal so ein Setup auf der Aufwärtsseite zu versuchen, beziehungsweise unterhalb von den etwa 25.350 hier dann vielleicht nochmal wieder auf die Fortsetzung der Abwärtsseite zu setzen. Und da müssen wir mal schauen, wie sich das jetzt hier verhält, wie sich das Bild noch zeigt. Aber erstmal habe ich noch nicht so viel jetzt hier Handlungsbedarf. Ja, S&P ist eben auch erstmal stark und es kann durchaus sein, ähnlich wie im Dow Jones, dass der S&P hier diesen nächsten wichtigen Bereich in Richtung 27,63 gegebenenfalls nochmal anläuft. Und ja, wie gesagt, das schaue ich mir jetzt gleich nochmal an. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Devisenradar-Webinar heute am 14.11.2018. Ich hoffe, ihr konntet die ein oder andere Herangehensweise verstehen, konntet vielleicht die ein oder andere Geschichte mal eben für euch aufnehmen und vielleicht eben auch in euer Trading mit implementieren. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn euch das Ganze gefallen hat und ich wünsche euch natürlich Good Trades und Mega Trading. Ich lese noch mal kurz im Chat. Top Webinar, as always. Vielen Dank, Ottmar. Vielen Dank an Rolf, Olaf. Super. Ich freue mich natürlich immer über positives Feedback, da wir heute nicht bei YouTube sind und man keinen Daumen hoch geben kann. lese ich das natürlich gerne, wenn es hier entsprechend im Chat drin steht. Also euch Good Trades im Mega Trading. Bis gleich, wenn ihr Lust und Laune habt oder generell natürlich in den täglichen Livestreams. Ansonsten vielleicht auch zum nächsten Webinar mal sehen, ob der Chris Zeit hat oder ich Zeit habe. Wir wechseln uns ja da immer ab. Also alles Gute, euer Markus Klebe. Bye bye und ciao.